Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Ja, wir waren in der letzten Folge mit einem Cliffhanger haben wir aufgehört. Anna und ich wurden gerade rechtzeitig ja noch gefunden, allerdings mit zerstörter Maske. Das heißt, wir könnten eventuell infiziert sein. Und ich drücke jetzt dann gleich mal auf Fortfahren und dann sehen wir mal, wie es weitergeht in der Story. Ich drücke weiter. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Atlan. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam. Wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Nadjan. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Okay, wir haben es also gut überlebt. Das verwundert mich jetzt ein bisschen, aber wir müssen natürlich auch... Die Story muss natürlich weitergehen, so. Ich merke gerade, ich übersteuere ein bisschen. Ich mache mal gerade ein bisschen leiser, so. Ich glaube, jetzt müsste es besser funktionieren. Ist nicht mehr so übersteuer. Okay. Kann ich hier was mitnehmen da davon? Nein. Okay, dann geht's mal wieder weiter. Okay, Schatz, guck nicht dahin. Was ist denn da, Papa? Nichts, alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Warum können wir denn noch raus? Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Okay, jetzt sind die ganzen Infizierten von der Station wahrscheinlich. Das ist alle infiziert hier. Hey! Irgendjemand da? Stell hier nicht rum, das ist gefährlich. Kann ich eine Maske vielleicht aufsetzen? Damit kommt ihr nicht davon! Ich bin völlig gesund! Und ihr? Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ich. Ich weiß, ich weiß! Die Desinfektionskammer ist ein Stück weiter. Also, Desinfektionskammer, okay. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich den Entwurf. Wurde gesagt, dass Sie all Ihr Zeug mal erledigen sollen. Jetzt kommt diese Schicht sofort. Sollten irgendwelche Parameter. Was soll man da machen? Die sind davongekommen. Und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig. Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Es ist also sehr, sehr krass wieder die Atmosphäre hier gesetzt. Das haben sie wirklich gut hinbekommen. Nicht rum. Das ist eine Quarantänezone. Okay, ich lauf ja schon, wo auch immer ich hin soll. Du darfst da nicht rein. Das ist das Gefängnis. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent, ohne den ursprünglichen Erreger. Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin.
Bitte erklären Sie sich. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt, aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Es war bestimmt Lesnitsky. Das ist das Einzige, was passen würde. Nein, hier kann ich auch nichts mitnehmen. Aber hier ist ein Tagebucheintrag. Quarantäne-Eintrag 1. Die Roten hofften sehr wahrscheinlich, eine Station zu betreten, die vollständig vom Virus ausgelöscht war. Aber es dauerte ihnen zu lange und sie wurden ungeduldig. Sie warteten nicht auf das Ende, sondern beschleunigten es. Die Überlebenden sagen, dass die Roten, als die Reinigung der Station begann, es einigen vermutlich kontaminierten Bewohnern erlaubten, zur Nachbarstation zu flüchten, der Oktyabrskaya Koltsevyaya. Boah Gott! Aber dicht hinter diesen Flüchtlingen folgten ihnen Hinrichtungstrupps. Wäre zu dieser Zeit nicht zufällig ein Team des Ordens an der Koltsevyaya gewesen, das die Roten abwehren konnte, dann hätte sie jetzt zwei Stationen und die Hanse wäre in zwei Hälften getrennt. Aber der Orden konnte das verhindern. Ja, die Roten fangen hier wirklich irgendwie so eine Art Krieg an, aber einen Krieg im Untergrund, nicht einen offenen Krieg. Was ist denn hier für eine Versammlung? Okay, ich darf durch. Nein. War so klar, jetzt regeln sie die Station ab. Und ich bin mal wieder auf mich allein gestellt. Aber hier sind doch noch Menschen, zumindest höre ich hier noch welche heulen. Okay, okay. Ich gehe ja schon weiter. Ach, hier ist Quarantänezone. Hier haben sie die Station. Ach, du liebe Zeit. Okay, ich komme gleich. Nein, auch nicht mehr. Mir fehlt nicht noch ein Tagebucheintrag für diesen Abschnitt. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Ich auch. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Die Flüchtlinge sollen hier etwas kaufen, wenn alles uns die zurückgeblieben ist. Und wir haben uns nicht erwartet, auf den Gegenschuss zu treffen. Tja, die Hanse
konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Tut mir leid, ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Darf ich auch mit rein? Ja. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten. Ja. Hey Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Was haben wir denn alles? Was scheren die sich denn um? Da, hier, kaufen. Hab ich. Ist alles da? Auch vollständig, das brauche ich nicht, das verkaufe ich. Sehr stark und auch noch wirtschaftlich. Das hier verkaufe ich auch. Ah, das sollte ich nicht so viel verkaufen, die könnten noch nützlich sein. Das kann ich wieder verkaufen, die brauche ich nicht. Okay. Aber Filter, ich hätte gern Filter. Und was hat die Polis? Nein. Die sind weit weg von hier. Ah, Filter hier oben. Aber ich kann die nicht kaufen. Schade. Nein, Waffe brauche ich nicht. Okay. Nein, Minen brauche ich nicht. Okay. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Das könnte sein. Viel Glück in den Tunnels, Ranger. Ja, das können wir gebrauchen. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Colwood und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Okay, dann geht's mal los. Wir haben wieder viel zu tun. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Ja, ich kann sie mir auch denken. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Gibt es hier eigentlich irgendwo vielleicht noch eine neue Gasmaske für mich? Weil die ist nicht gerade die beste. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. Nein, nicht schon wieder die Oberfläche. Wir verlassen die Station. Hier ist unser Pass. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Naja. Der klang gerade nicht sehr überzeugt davon. Gehen wir, Artyom. Nach dir. Eine neue Gasmaske. Na los, ich kann es nicht ewig offen halten. Ja. Vorsicht mit den Generatoren. Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Na, dann ist ja gut.